Ich hätte lieber das Pferd, das wäre mir wichtiger. So, und hier stehe ich jetzt auch wieder vor dem Problem, dass das Bärchen hier schon sämtliche Pfeile gefressen hat. Weißt du was, ich laufe einfach weiter. Im Endeffekt wirklich lukrativ wäre die Quest hier sowieso nicht. Da ist mir das Pferd wichtiger. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich das heute noch schaffen will, auf jeden Fall in diesem Stream, und er ist nicht mehr so lang. Natürlich schön, dass gerade mitten in der Nacht ist. Ich würde also gefährliche Wildtiere nicht mal sehen, wenn ich es wirklich drauf anlegen würde. Ob wir das überleben werden? Okay, ihr seid nicht ganz so gefährliche Wildtiere, das passt schon. Man sieht auch den Weg so schlecht. Oh. Oh. Sehr schön, sehr schön. Eisenäxte sind sehr gut. Und dann sollten wir doch hier eigentlich direkt gleich in Hornika sein. Ich bin so horny auf Hornika. Was ich mal machen könnte, ich kann jetzt hier eigentlich schon mal mich um mehr Geld kümmern, solange noch Nacht ist. Hier würde ich da nämlich hinwollen. Nur aus Interesse, wo ist denn der Pferdestall? Ja, ich weiß, es ist super anstrengend, Leute anzuschauen. Mhm. Nur Damen. Selten. Das hier sieht nach einem Stall aus. Das ist ein... Okay, eine Stute. Oder ein Hengst. Alter, die sind schon teuer, ne? Also wollen wir eine Stute oder wollen wir einen Hengst? Ich meine... Ist das ein Schimmel? Geh doch mal auf Seite. Ich kann dich gar nicht richtig anschauen. Nee, weiß ist er nicht, aber der hier... Also wollen wir eine Stute oder einen Hengst? Ich bin da eigentlich offen. Oh, da drüben kann ich Supersteinchen sammeln. Nur schon mal vorsichtshalber, dass wir dann auch wirklich genug Geld haben für Hufeisen und Sattel und was halt alles brauchst. Nimm Hengst. Okay, ich nehme den Hengst. Und den nenne ich Bas Sultan. Das wird super. Ja, ich hatte... Natürlich wusste ich, wie teuer die sind, aber ich hatte halt die Hoffnung, dass sie vielleicht, keine Ahnung, gerade Discount haben. Summer Sale? Oder... Gut, wir sind eigentlich noch im Winter, ne? Aber halt sowas in der Art. Ich will alle Steinchen. So, neues Leben, neues Level überleben. Das ist nämlich der Vorteil, wenn man Messer herstellt und das Zeug dafür sucht. Wir leveln in Überleben und wir leveln gleich in Produktion. Wenn ich mich hinstelle und 30 Messer auf einmal mache. Ja,
habe tatsächlich auf meinem privaten Spielstand nur dadurch mein Reichtum erlangt und bin halt levelmäßig auch schon sauweit. Zugegebenermaßen, ich habe da den XP-Multiplikator ein wenig angehoben. Gerade so viel, dass ich schon überlege, ob ich das nicht hier auch noch mache. Aber andererseits, wir haben ja Zeit, ne? Das ist halt ein Spiel, das ein bisschen dauert. So, noch mehr Steine. Dann die Zweige. Zweige sind eh besser, kriegt man mehr als einen Stock. Und trotzdem sind einzelne Stöckchen nicht zu verkennen. Immer noch sehr praktisch. So, noch zwei Steine, dann kann ich wenigstens mal 20 Messer herstellen. Müsste rein theoretisch mit den Stöckchen auch gehen. 100 Stück für 20 Messer sollte passen. Hier. Das hier wäre auf jeden Fall praktisch. So, dann machen wir mal eben 20 Messer. Vor allem das, was das Fohlen günstiger ist, ne? Dafür brauchst du halt länger und musst noch warten, bis das mal soweit ist, dass wir es endlich reiten können. Das wäre doch voll doof. Wer macht denn sowas? Unnötig. Absolut unnötig. So, 20 Steinmesser müssten laut Adam Ries und Eva Zwerg 400 Münzen sein. Ich weiß nicht, ob das reicht. Warte, ich höre mal kurz auf. Ich will... Ja, ist ein hübscher Hengst, ne? Oder Basultan, was sagst du? Vier Stück passen rein. Wo ist mein Pferd? Ich will mein Pferd zurück. Muss ich jetzt wirklich nach Hause laufen? Muss ich wirklich, wirklich nach Hause laufen? Das ist doch nicht wahr. So, ich schaue dem jetzt mal beim Schlafen zu, während ich meine Messerchen bastel. Das ist voll mies. Ich wäre voll gerne jetzt nach Hause geritten. Ich muss doch noch reiten. Und wann steht denn endlich mal auf? Weißt du, ist es schon hell? Der könnte schon längst arbeiten. Ein Messer herzustellen dauert auch wirklich, wirklich lang. Auch daran sollten wir gegebenenfalls ein bisschen arbeiten. Oh, das ist so mies. Ich muss bestimmt 800, 900 Meter nach Hause laufen. Nee, sonst lasse ich mich lieber reiten. Ich bin da nicht so das Pferdemädchen, aber na, hier halt zwecks Laufen. Lieber geritten als gelaufen. Nie schnell reisen ist nicht. Deshalb will ich ein Pferd. Sonst ganz ehrlich, scheiß auf das Pferd, wenn ich schnell reisen könnte. Schnellreisen funktioniert nur in der Nacht zwischen den Jahreszeiten, wenn umgeschaltet wird. Dann reist du Punkt Mitternacht automatisch nach Hause. Das kann man auch sehr gut ausnutzen, wenn man überladen ist. Boah, Kutschen wären auch geil. Oder so ein Schubkarren von mir aus. Hallo, stehst du jetzt mal auf? Es ist 6:45. Guck, der arme Jan liegt hier schon total verschämt und starrt gegen die Decke. Wand, was auch immer. Faules Pack. So, in dem kann ich mich nicht mal waschen.
Ich schaue mich nur um, ne? Weil ich ein sehr neugieriger Typ bin. Guck mal, selbst eine Frau ist aufgestanden. Voll der faule Sack. Brauche ich ein Hufeisen oder vier? Berechtigte Frage. Die brauche ich. Dich brauche ich. Wo kommt der Fliegenpilz her? Und warum kauft er den? Ich glaube, der wird eine richtig lustige Nacht haben. Ach cool, ich krieg sogar ein bisschen mehr fürs Messer. Dann kann ich mir jetzt... Ach, der hatte eh bloß eins. Ja, dann wird eins reichen, oder? Halt die Fresse, ich muss nach Hause. Scheiß Pferd. Das ist sowas von räudig. Oh, 1200 Meter fast. Ja gut, 1100. Das ist doch nicht wahr. Ich gehe jetzt auch keinen Bären mehr jagen, ganz ehrlich. Ist mir egal. Ich möchte nur nach Hause. Ich bin sogar schlau genug, vorher was trinken. Ja, schnell, komm, ich habe noch halbes Leben. Ich finde es cool, wie er immer bloß so ganz kurz herausschlürft. Ja, das ist schon sehr liebenswert. Und was wollte ich heute noch bauen? Kräuterhütte. Habe ich natürlich wieder nicht gemacht. War hier gerade Blut? Oh, aber weißt du, wo wir hin müssen? Auf dem Heimweg. Falls ich es so spontan hier finde. Zu dem zweiten Bären. Nicht den Bären angreifen, sondern da war eine Spitzhacke, die ich gerne hätte. Nämlich eine aus Eisen. Das hört sich nach... Oh fuck, da sind Wölfe. Wenn man das wüsste, einerseits schon. Und das andere Ding ist halt, ich bin mit Medieval Dynasty inzwischen schon 2 Wochen im Voraus. Und dieses Voraus noch weiter ausbauen, weiß ich nicht. Okay, die Wölfe sind wir los. Ich meine, ein bisschen in der Überlänge sind wir eh. Das heißt, die Folgen werden halt ein bisschen länger. Aber jetzt, dass ich mal wieder sage, komm, wir... Ich hasse, wenn das passiert. Dass ich sage, komm, wir machen doppelte Länge oder so. Weiß ich nicht. Weil der Vorlauf, der wird ja nicht kleiner, der wird nur größer. Und so könnte man rein theoretisch wenig halt auf Kommentare eingehen. Oder wenn man dann endlich darauf eingeht, was ich ja sowieso nicht mache, dann ist es halt schon so lange her, dass ich das wahrscheinlich selber rausgefunden habe. Und der Kommentar damit unnötig ist. Das sind alles so Kleinigkeiten. Und deshalb, ja, verzichte ich da so ein bisschen drauf, bin ich ehrlich. Da würde ich eher mal Mittwoch auslassen, um da wieder irgendwann auf Null zu kommen. Bei den Samstagen ist mir das wurscht, da möchte ich im Voraus sein. Aber das hier nicht unbedingt. Das möchte ich mit euch genießen können. Aber wenn ich wüsste, dass wir, also wenn ich sicher wüsste, dass wir morgen nicht arbeiten, dann könnte ich halt so noch ein bisschen. So, schauen wir nur noch ganz kurz. Frauchen hat schon gerade reingeschaut. Bestimmt gibt's Essen. Und ich trödel hier rum. Aber ich sehe schon unser wunderschönes, entzückendes Dörflein. Jetzt frage ich mich bloß, wie kriege ich
das Hufeisen an das Pferd. Ohne dass es sich wehrt und mir, keine Ahnung, den Schädel eintritt oder so. Ich weiß nicht, was Pferde machen. Bestimmt die richtig aggressiven Kampftiere. Muss bloß ausgerüstet werden. Schade. Ich hätte mich auf einen Zweikampf mit dem Pferd durchaus eingelassen. Mann gegen Mann. Mann gegen Hengst. So, wo ist denn der kleine Basultan? Ist mein Pferd hier wirklich gerade durch die Tür gelaufen? Was ist denn mit dir? Ist das jetzt automatisch ausgerüstet? Also muss es bloß im Inventar haben, dann ist es ausgerüstet, ja? So, große Satteltasche. Weil ich muss hier so ein Ringchen außenrum haben, weißt du? Kann ich die jetzt... Oh, ich kann reiten, das ist gut. Okay, die Steuerung ist ein bisschen weird. Das funktioniert leider nicht mit der Maus. Boah, aber das ist schon viel schneller, ne? Ausdauer ist auch nicht schlecht. Finde ich gut. Hallo, lässt du mich... Da. Aber vom Gefühl her, die Satteltasche ist noch nicht ausgerüstet. Guck, das ist die ganz normale Satteltasche. Das Pferd hat 20 Kilo. Und wenn ich jetzt die große Satteltasche einfach mit drauf packe, passiert gar nichts. Das muss also bestimmt irgendwo hier laufen. Das kann so noch nicht... Och, mein Kleiner, bist du krank? Good day. Sag mal, wie redest du mit deinem Vater? Du wirst gleich auf die Schnauze kriegen. Aber krass, dass er schon so gut sprechen kann. Ich geh durch Dingst. Das ist alles bloß, seit ich mit deiner Mutter zusammenlebe. Bin mir da nicht so sicher. Guck, weil das hat dann auch den Punkt, dass es ausgerüstet ist. Weil sonst müssten wir nochmal 45 Gewicht mehr haben. Haben wir aber nicht. Ich reite ihn nochmal kurz in den Stall. Hau mal ab. Ja, du kannst dich jetzt entspannen. Lass mich... Warte, Rückwärtsgang. Ist hier drin vielleicht irgendwie etwas, womit ich arbeiten kann, außer die Truhe? Oh, und das Tierfutter. Ich muss dringend Tierfutter herstellen, aber ich will erst wissen, wie das... Wie kriege ich das Pferdchen fit? Wie kriege ich jetzt wirklich die Satteltasche drauf? Das Mist, ich wollte nicht aufsteigen. Die ist halt einfach nicht ausgerüstet. Genauso wenig wie das Hufeisen, weil sonst hätten wir definitiv mehr Ausdauer. So, ich google jetzt einfach selber noch schnell.
Okay. Ich glaube, ich hab's. Ja gut, aber indem es den Ausdauerverbrauch senkt, macht es ja praktisch mehr Ausdauer. Warte, kannst du Wheelie? Schade. Okay, wir haben jetzt ein krasses Pferd. Ausdauer hält auf jeden Fall länger. Alter, wieder noch voll braucht zum Bremsen. Der rennt voll nach. Inventar haben wir jetzt 65 Kilo, geil. Ob ich noch eine zweite ausrüsten könnte? Ich frage für einen Freund. Wahrscheinlich nicht. Gut, dann würde ich aber jetzt... Warte, einfach schaue ich noch, wie viel Stroh brauchen wir für das Tierfutter? Darum würde ich mich an sich gerne kümmern. Eins zu eins zu fünf. Habe ich doch irgendwo auch. Ach, da habe ich es auch schon aufgeschrieben. Wir haben. Warum sind hier noch 127 Roggenkörner drin? Hatten wir nicht mehr? Ich gehe mal eben gucken. Aber ansonsten merken wir uns 128. Dann bräuchten wir jetzt noch 128 Haferkorn. Und. Bisschen mehr als 600 Stroh. Ich war mir so sicher, dass wir viel mehr Roggen haben. Warum sind hier nur 35 drin? Weil das schon angepflanzt ist. Natürlich. Also sind wir doch bei 160. Ich brauche meinen Taschenrechner. 800 Stroh, exakt. So, Hafer. Einmal 160. So, dann stelle ich das schnell her. Dann kriegt das Pferd nämlich auch was zu futtern und unsere Schweinchen. Würde ich aber sagen, mache ich nach dem Stream, also... Bisschen offscreen. Ich stehe ja sowieso nur noch rum. Ihr könnt gerne noch zuschauen, wie ich das Ganze starte. Ist aber auch nicht so spannend. So, der Kohl hat überall noch 100%. Das dauert leider ein bisschen. Klar, für Hafer kein Platz. 35 Tierfutter. Warum so wenig? Ach ja, das ist restlich Roggenkorn. Das war's doch. Statt den Kohlsamen. So, Hä? Hab ich jetzt... Warum habe ich trotzdem 60... Ich sollte doch jetzt zwei Roggenkörner weniger haben. Wurde da hinten auch wirklich angepflanzt? Jetzt habe ich Angst. Jetzt muss ich nachschauen. Wurde hier ordentlich gearbeitet? Roggen. Sehr gut, sehr gut. Nee, hier fehlen tatsächlich zwei. Dünger oder Säckchen? Dünger kann es eigentlich nicht sein. Dünger haben wir. Ich nehme mal mit. Dann packe ich da auch zwei Roggenkorn in die Kiste. Das könnt ihr ja nehmen. Die sollen das Feld fertig. Ach so. Da wird niemand das Feld fertig machen, weil die...
weil die jetzt auf Landwirtschaft sind. Das heißt, ich brauche ein Säckchen und ich brauche einen Hacker. Boah, das ist so ätzend gerade. Immer dann, wenn man eigentlich Feiern machen möchte, kommt sowas. Und rennen kann ich auch nicht. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Also dann graben wir hier noch schnell um. Roggen, Roggen, Roggen. Ich dachte, das ist fertig, weil die alle vier schon faul rumstanden. So, das Werkzeug räumen wir direkt wieder auf. Und dann mache ich endlich Tierfutter. Ich packe mal gleich zwei beim Pferd rein, dass es nicht so traurig ist. Können wir auf dem Rückweg direkt machen. Dünger bleibt dann erstmal hier. Kupferhacke bleibt hier. Holzhammer brauche ich gerade auch nicht. Eisenachs brauche ich gerade nicht. Steinachs brauche ich nicht. Stöckchen brauche ich nicht. Oh, ich hätte sogar noch ein Säckchen gehabt. Na gut. Da muss ich praktisch nur aufpassen, dass beim Pferdchen immer was ist. Zwei Prozent. Wow. Pferde fressen viel. Cool, cool. Warte mal, Schweine haben wir jetzt auch mehr. Fressen die auch viel? Okay. Also was ich jetzt praktisch nach dem Stream mache, ich stelle das komplette Tierfutter her. Hau mal ab. Kusch. Ich stelle das komplette Tierfutter her und verteile es auch ein bisschen. Ne? Aber das hier, das ist jetzt langweilig. Und dann würde ich halt sagen, für die Leute bei YouTube zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.